sieht es aus mit Followern unter potenziellen Kunden? Ich habe etwas sehr Vielversprechendes. Wie heißt die Firma? Laconia. Wem gehört Laconia? Und Jasper. Ryan, alles okay? Mhm. Sie hyperventilieren. Was machen wir? Hol einen Beutel. Ich sagte Beutel, nicht die Börse, in den sie atmen soll. Das weiß ich doch nicht. Mein Gott, echt abgefahren. Ja nicht, Sommerschluss. Der Mann von Laconia ist da. Und hier wäre unsere Teamchefin der Corporate PR. Gerade unter dem Tisch. Ich sammle Papiere. Au! Erinnerst du dich an Owen? Der wollte, dass du deine Karriere aufgibst. Er ist jetzt sehr erfolgreich. Ich traf ihn Owen letzte Nacht. Oh! Nein, über Blipper. Owen Jasper datet deine Assistentin? Meine, wie käme ich wohl besser hinweg über meine erste Liebe, als zu sehen, wie er sich wieder verliebt? Mein CFO wird gleich hier sein. Ren, begrüßt du ihn? Sicher. Richtig, sehr erfreut. Ganz meinerseits. Ja. Das funkt nicht. Da brennt es. Na und du? Wie macht man so einfach weiter? Du fragst die falsche Person. Manchmal kommt man über jemanden nicht hinweg. Weil er immer noch Gefühle für dich hat. Du stehst da und grübelst nach über den großen Owen Jasper, obwohl nur du entscheidest, wer von den Kerlen gut genug für dich ist. Ich kann das richtig? Ja, ich kann. Sie bewegt sich, als schüttle sie irgendwas ab. Sag mir, dass es nicht zu spät ist.